Tempolimit. Innenminister Joachim Herrmann hat dem Vorschlag der Autobahndirektion Südbayern für ein befristetes Tempolimit auf der A94 zugestimmt. Nun wird eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 120 km/h für die Neubaustrecke der A94 zwischen Paarstetten und dem Tunnel Wimpersing angeordnet. Das Tempolimit wird am 1. Februar wirksam und ist bis zum 31. Juli 2020 befristet. Bis dahin sollen neue Erkenntnisse über die Wirksamkeit des Lärmschutzkonzeptes vorliegen. Die Autobahnverwaltung reagiert mit dem Tempolimit auf die Kritik der Bevölkerung. Umstellung. Wegen einer umfangreichen IT-Umstellung kann das Kreisverwaltungsreferat München von Donnerstagnachmittag bis einschließlich Montag keine Kfz-Dienstleistungen anbieten. In der Kfz-Zulassungsstelle an der Eichstätter Straße sind von Freitag bis Montag keine Termine buchbar. Auch in den Bürgerbüros können alle Leistungen rund um Fahrzeuge nicht angeboten werden. Alle anderen Dienstleistungen stehen regulär zur Verfügung. Protestaufruf. Mehr als 80 Organisationen mobilisieren derzeit für die große Demonstration anlässlich der Sicherheitskonferenz in München. Vom 14. bis 16. Februar treffen sich wieder Staatsoberhäupter, Regierungschefs sowie Repräsentanten aus der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft. Nach Meinung des Aktionsbündnisses gegen die NATO-Sicherheitskonferenz gehe es aber bei der Veranstaltung weder um die friedliche Lösung von Konflikten noch um die Sicherheit für die Menschen. Die Demonstration soll am 15. Februar stattfinden.